Hallo und seid mir herzlich willkommen zur neuesten Folge von Bloodborne. Nun denn, meine lieben Zuschauer. Neue Folge. Neues Glück, würde ich mal sagen. Wir haben in der letzten Folge hier Miss Piggy besiegt. Und dieses Mal gehen wir mal in diese Richtung. Bevor wir weitergehen. Das sah irgendwie cool aus hier. Vom Weiten. Und ich glaube sogar, wenn wir Glück haben, können wir nämlich hier hoch. Und gleich nichts machen. Cool. Ich dachte nämlich, das könnte uns vielleicht da oben hinführen, aber das geht auch nicht. Schade, schade. Leider nix. Aber das sieht ja immer cool aus hier. Oh. Schau mal, wo es hier lang geht. Geht hier irgendwie nach oben. Und da ist irgendein Viech da in der Nähe. Es geht immer weiter nach oben, ha? Huh? Oh, wow. Bitch! In your face, man. Ich wusste es. Wow, shit, wow, shit, wow, shit. Das ist nicht wow, shit. Haha. Aber wow, shit. Alter. Ab und denke ich wirklich, dass hier auf einmal Ding hier kommt. Huh. Gut, gut, gut. Ah, guck mal einer an. Was ist das denn hier? Leute sind hier gestorben, ne? Haben gegen andere gekämpft. Jack. Ich schätze mal, es ist ein Shortcut. Haha, es ist ein Shortcut. In der Tat, es ist ein Shortcut. Okay, ich würde mal sagen, Shortcut. Danke. Das heißt, auf der anderen Seite müsste ein anderer Weg, andere Shortcut sein. Ja, weil dann können wir da oben zum anderen Shortcut gehen. Und ableveln. Und das machen wir jetzt erstmal. Oh, Leiche durchsuchen. Nice. Gut, gut, gut. Dann wollen wir mal weiter. Weil, wenn ich mich richtig erinnere, ist eigentlich hier der zweite Shortcut, der uns wieder zum Leuchtfeuer bringt. Mit meinen knapp 50.000 Blutechos habe ich keine Lust unbedingt in einem kritischen Moment zu sterben. Nicht die Raben vergessen, Leute. Nicht die Raben. Die sich hier verstecken. Oh, die sind ja schon tot. Ha. Ich habe ja lange nicht mehr, also. Jetzt wird der ganze Shit wieder resettet, ha? Ich bin gerade am Überlegen. Den Weg, den Weg, den Weg. Kommen wir gut wieder zurück. Perfekt. So. Das Gute ist, von diesem Shortcut zurück müssen wir nur einmal Miss Piggy nochmal besiegen. Und nochmal einen Schlangentypen. Zwei Schlangentypen. Das ist nix, das ist nix. Im Vergleich. So. Schauen wir nochmal schnell. Kann ich noch irgendwas upgraden? Waffe verstärken. Sägespeer. Kann ich nichts hier verstärken. Alle haben schon guten Shit drin. Das wollen wir gerade mal schauen, ob alle wirklich einen guten Shit drin haben. Denn hier habe ich gerade was Besseres gefunden. Maximal GP physische plus 8,4. Langsames Gifteffekt, das nützt mir nichts. Da kommt der 8,4er rein. Und hier. Ah, hier haben wir auch nichts Besseres. Okay, hier haben wir definitiv nichts Besseres. Wäre nicht schlecht, wenn man hier so einen Teil mit Stichangriff plus noch mehr bekommt, aber naja. Zu viel bekommt man auch nicht.
Okay, packen wir mal das gerade drin. Langsames Gift, Angriff, offene Feinde. Ne, packen wir das Ding hier mal rein. Plus 8. Zwar nicht viel, aber. Uah, ich denke mal nicht, dass das schlimm ist. So, wir konnten leider nichts anderes upgraden. Macht nichts. So, schauen wir Welcome, mal. what is very well. Okay. Einmal 30 hier. Also jetzt eine gute Frage. Ich könnte eigentlich meine Ausdauer nochmal machen. Oder ich mache mein Geschick jetzt, weil 30. Ja. 20 hier. Auf 110. Ich weiß nicht, Ausdauer bin ich eigentlich immer relativ gut. Soll ich vielleicht hier? Nee. Machen wir Ausdauer. So. 30, 20 ist, denke ich mal, ein guter Wert. Und den Rest machen wir dann ein Geschick rein. Bestätigen und yep. Genau. Farewell, good hunter. Das ist sogar gut. Wir haben nur noch 1312. Das heißt, wir haben sehr gut viel verbraucht. Wenn wir mal abnippeln, dann macht das nichts so viel. So, schauen wir mal. Haben wir hier irgendwas, was wir gut gebrauchen können? Blutsteinscherbe, 25 Stück. Das ist gut, wenn man wirklich mal upgraden möchte. Eine gute Waffe. Okay. So viel dazu. Okay, ich mache hier einen kurzen Schnitt. Ich sehe euch, nachdem ich Miss Piggy besiegt habe, damit wir nicht hier die Folge irgendwie zu lange ziehen. Bis gleich. So, weiter geht's. Miss Piggy hat ein schnelles Ableben gefunden. Doch bevor wir weitergehen in die andere Richtung, wollte ich mal schauen, was gibt es eigentlich in dieser Richtung? Weil das habe ich noch nicht in Erfahrung bringen können. Wundersame Nacht. Okay, schauen wir mal. Sieht auf jeden Fall nach einem Höhlensystem aus, wieder mal. Gute Frage. Oder? Nee, kein Höhlensystem. Wir sind in irgendeiner Ecke hier gelandet. Anscheinend. Moment, what the fuck? Jiggleman, Jiggleman. Lol. Peace, man. Jiggle, jiggle, jiggle. Wissen des Verrückten haben wir gefunden. Lol. Das ist eine andere Richtung. Lol. Jiggler. It's a Jiggler. Oh ne, warte mal. It's Jiggler Magic. Hier sind verdammt viele gestorben. Fuck yeah. Ich bin in eine Richtung angekommen. Oh nein. Zombie-Mode. Es hat mich gesehen. Aber die erinnern mich ein bisschen an Josefkas Klinik. Okay, er hat versucht, die zu töten. Ist aber erbärmlich gestorben. Come on, bitch. I'm dancing. Can you do it too? Wow. Mr. Beam? Mr. Beam. Ja, Mr. Beam. Kann er mal richtig gut beamen. Also, die hauen schon rein, die Dinger. Okay. Und go. Holy shit. Also Mr. Beam hat gestorben. Schittendreck, du. Okay, das sollte eigentlich nicht passieren. Aber krass. Die können ja mal richtig einen. Also, geladene Angriffe sollte man lieber nicht machen. Weil, wie man gerade gesehen hat, obwohl das Vieh schon tot ist, geht der Angriff weiter. Puh. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Na, was soll's? Shit happens. Shit happens. Shit happens. Going back. Going back. Na, ich glaube, das. So, es geht weiter.
Ich habe gerade Miss Piggy besiegt. Und ich habe auch meine Blutechos wieder geholt. Ich habe die zwei besiegt. Die sind relativ anfällig oder sehr einfach zu töten, indem wir Wurfmesser einfach benutzen. Das heißt, die Magic Dings schon von Weitem töten. Denn das ist deren Weak Spot. So. Wir wissen ja, hier gibt es noch irgendwelche solche Viecher. Ah. Bisschen vorsichtig. In your face. Ich bin immer vorsichtig bei den Viechern. Das sind solche Ghule. Aber nichtsdestotrotz. Das sind noch mehr, ha? Huh? Oh, guck. Guck meine an. Die sind eigentlich langsam, aber wenn die zuhauen, dann sind sie schon stark eigentlich. Ich möchte definitiv verhindern, dass wir sterben. Okay. Ich habe zwei Runen gefunden. Einmal, wo diese zwei Magic-Typen sind, gab es eine Rune. Das ist Linksläufer-Metamorphose. Das verdrehte Kreuz bedeutet Metamorphose. Wenn die Rune linksläufig ist, fördert sie Ausdauer. Die Entdeckung des Blutes ließ ihren Traum der Evolution zur Wirklichkeit werden. Aha. Und die andere. Jetzt habe ich das gerade weggeklickt. Das andere. Da. Blitzschadensreduktion. Die Umschrift der unmenschlichen Stimmen der Großartigen kräuselt sich wie eine Wasserreflexion. Diese Rune bedeutet See. Jene, die sie erlernen, nehmen weniger Blitzschaden. Okay. So viel dazu. Nett, nett. Okay. Guck mal einer an. Das ist ja noch so einer. Okay. Feuer ist effektiv. Ah, oh, da ist ja noch einer. Also ich meine, auch Stichangriff ist effektiv. Oh, nochmal Miss Piggy. Es gibt anscheinend einen Doppel-Miss Piggy hier. Moment mal kurz, Miss Piggy. Oh, da ist noch einer. Oh, Moment, wo geht Miss Piggy hin? Patrouilliert. Oh ne, Miss Piggy hat mich gesehen. Sie hat mich gesehen. Wow. Meine an. Miss Piggy. Ja, Bitch. Go. Haha. So einfach ist Miss Piggy. Und wir nannten sie Piggy 2. Ja, Piggy 2. So viel dazu. Ach, hier wäre ein guter Ambush gewesen. So viele gestorben, ja? Peace, man. Okay, Dude. Ich muss dich gerade mal aufspießen. Nice going. Scharfer Blutedelstein. Ich habe ein paar gute Blutedelsteine gefunden. Das ist nicht schlecht. So, was gibt's hier? Blutechos voraus. Fürchte dich vor verdorbener Geist. Okay, da unten sieht aus. Das ist ein Nebel. Das ist ein Bossnebel. Oh. Da unten ist ein Bossnebel. Das heißt, wir sind beim Boss angelangt. Begegnung voraus. Verborgene Pfad voraus. Riecht nach schrecklicher Feind. Oh, ich sollte lieber nicht zu schnell hier durch. Weil wenn ich zu schnell hier durchgehe, könnte mich irgendjemand von der Seite erwischen? Nope, gerade hier niemand. Okay, runter geht's zum Boss, wie es aussieht, weil der Nebel da oben. Dann gehen wir erstmal hier hoch. Schauen wir mal, was es hier oben gibt. Aha. Ich sehe etwas, was du nicht siehst, und das ist etwas zum Öffnen. Dude. Okay, wir können den noch angreifen. Wow. Der ist gerade erst transformiert. Boom. Aber wo ist das hier zum Geier? Ich weiß nicht mal, wo das ist. Rechtsläufer Metamorphose. Mäßigungsblutstein.
Hier war ich nämlich noch gar nicht, ne? Das sieht aus wie eine Abkürzung. Wo führt mich dieser Weg jetzt hin? Immer nach oben. Ich vermute, wie das so immer hier ist, ist das hier. Guck mal einer an. Das ist die Bitch von letzten Mal. Ha! Ich gehe definitiv nicht nach unten. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Das heißt, ich vermute mal, da oben ist eine Abkürzung, das uns direkt hier hinführt. Müsste ich mir mal anschauen, wie man, falls wir sterben, wie man da durchkommt. So. Jetzt bin ich bei der Qual der Wahl, ne? Klingelingeling. Shadows. Klingelingeling. Ja, 100%, weil da hinten ist es zu, sieht man so einen Nebel. Das heißt, hier gibt es einen Bossfight. Was machen wir beim Bossfight? Ich mag's ja, immer im Koop gerne zu spielen. Aber ich kann ja nichts. Warum? Holy shit, ich kann kein... Ich kann niemanden summon. Ich will die nicht alleine. Ich möchte Koop machen. Dudes and Doodles. Ha, hier kann man's. Schauen wir mal, wie viele Leute herkommen. Weil das ist eine Story eigentlich. Progression hier. Also müsste eigentlich relativ schnell jemand auftauchen. Ich kann nur hoffen, dass jemand schnell auftaucht. Wuppa. Bis wir mal kommen, muss ich mal überlegen, was für Gegenstände wir nehmen könnten. Brauchen wir nicht. Arenas Blut könnten wir gebrauchen. Gegengift, glaube ich, brauchen wir nicht. Was ist das denn Neues? Wer das Arkane erforscht, verfällt nur allzu leicht dem Wahnsinn. Und dickes menschliches Blut beruhigt die angespannten Nerven dieser wissbegierigen Geister. Natürlich führt dies zu großem Vertrauen in die Blutbehandlung. Aha. Molotov-Cocktails. Blitzpapier. Blitzpapier, vielleicht das könnte man. Oh, oh, oh. Wir haben jemanden gefunden. And who is the winner? Okay, wo ist der Typ? Der müsste... Ach, guck mal an. Da ist er doch. Yeah. Okay. Dann wollen wir mal. Wupp, wupp, wupp. Dann wollen wir mal. Okay. Magic. Wow, geile Waffe, die da jemand hat. Wow. Bitches gonna mutate. Wow. Nicht gut. Okay. In your face, man. Mann, 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 das sind alles hier. Okay, den Typen sollten wir vielleicht... Wow. Okay. Der Typ ist aggressiv. Dann lassen wir ihn mal. Oh nein. Wow. Zwei große Schlangen, ne? Whoppa. Ey, ich finde die Waffe, die der Typ hat, geil. Woo. Woo. Nice. Oh, so. Danke dir.
Das war nicht schlecht. Also, das war der Boss. Zu zweit. Relativ easy peasy. Okay. Ja. Lasst uns mal zurück in den Traum gehen. Bevor wir das machen, haben wir nichts hier zum Looten. Im Bossraum. Ja. Aber wäre bestimmt witzig gewesen, die drei alleine zu machen. Aber ich hätte wahrscheinlich nicht so einfach geschafft. Weil ich erinnere mich noch, oh, der Sentinel-Fight von Dark Souls 2. Bam. Der war knusprig, kann ich nur sagen. Ich weiß nicht, wer von euch den auch gespielt hat. Aber der Sentinel-Fight war einer der miesesten. Ja. Der war so mies. Man muss am Anfang den ersten Sentinel oben schnell töten. Und dann die anderen zwei. Aber das war so kacke, wenn man keinen guten Schild hat. Immer wieder Schild hoch und sonst was. Aber ich habe es ihn geschafft. Mit sehr, sehr viel Nervenkitzel. Und dieser Fight war mit Kooperationspartner relativ easy. Wahrscheinlich alleine nicht so easy. Aber wir wollen ja Koop machen, ne? Okay, hier haben wir gar nichts mehr. Das Einzige, was ich machen kann, ist die Jägerpistole upgraden. Aber ich benutze die kaum, ehrlich gesagt. Da macht es mir persönlich nicht so viel Sinn, das Ding abzugraden. Ja. Definitiv keine Zwillingsblutsteine. Dafür ist mir das Ding nicht wertvoll genug. Okay. Apropos, wir haben ja gerade eben einen Boss besiegt. Gibt es hier was Neues? Nee, noch nichts. Wupp, wupp. Okay, wollen wir kurz upgraden? Welcome home. What is it? Very well. Blutechos. So. Ich glaube, ich habe das letzte Mal gesagt, wir machen geschickt nach oben. Okay, wir können zweimal upgraden, ne? Bestätigen. Und auf, wir sind zweimal dort. Farewell, good. Okay, ich werde das Ding wahrscheinlich auf 30 hoch machen und dann ein bisschen noch an der Ausdauer machen. Okay, das war's für diese Folge. Danke fürs Zuschauen. Man sieht sich demnächst.